Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um Substitution, ein Verfahren zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Und zwar werden wir uns jetzt speziell mit der Substitution bei sogenannten Euler-homogenen Differentialgleichungen befassen. Eine Euler-homogene Differentialgleichung hat die Form y' gleich f von y durch x. Wir werden das Ganze gleich an einem Beispiel direkt einmal vorrechnen. Und wir substituieren y durch x gleich z. Z gleich y durch x, das bedeutet y ist gleich x mal z. Und wir wollen ja y' dann auch substituieren. Und das müssen wir mit Hilfe der Produktregel tun, weil wir nämlich y' gleich x mal z' berechnen müssen. Und x mal z' ist x' mal z, also 1 mal z. Z wird ja jetzt nach x abgeleitet. Z wird als Funktion von x aufgefasst. Und dann steht hier gleich 1 mal z. plus x mal z'. Also ebenso wie y als Funktion von x aufgefasst wird, wird auch z als Funktion von x aufgefasst. So, jetzt setzen wir das Ganze ein. Für y' setzen wir z plus x mal z' ein. Und für y durch x hier z, dann steht hier z plus x mal z' gleich f von z. Und jetzt bringen wir z auf diese Seite rüber, sodass hier steht f von z minus z. Wir subtrahieren also z auf beiden Seiten und ersetzen z' durch die Leibniz'sche Differentialquotient-Schreibweise dz nach dx. Und jetzt bringen wir alles, was mit z zu tun hat, auf die linke Seite und alles, was mit x zu tun hat, auf die rechte Seite. Wir multiplizieren mit dx, dividieren durch x, dann steht hier 1 durch x dx. Und wir dividieren hier durch f von z minus z, dann steht hier dz durch f von z minus z. Und jetzt wird integriert. Das Integral hierüber ist gleich. Integral 1 durch x dx und das ist bekannterweise Logarithmus x Betrag plus c. Dieses Integral hier muss man lösen und man muss die ganze Gleichung dann nach z auflösen. Wenn man das getan hat, muss man resubstituieren, wie man sagt. Also statt z, y gleich x mal z berechnen. Und dann hat man die allgemeine Lösung der Euler-homogenen Differentialgleichung gefunden. Wir werden das jetzt mal an einem Beispiel hier vorführen. Die Euler-homogene Differentialgleichung lautet x mal y' gleich 2x minus y. Und damit man wirklich sieht, dass die Euler-homogen ist, dividieren wir zunächst mal durch x, setzen x größer 0 voraus. Funktioniert auch für x kleiner 0, aber wir setzen jetzt einfach mal x größer 0 voraus. Und wir erhalten y' ist gleich 2 minus y durch x. Und hier sieht man schon, das hier ist eine Funktion auf dieser Seite von y durch x. So, jetzt wird substituiert, z ist gleich y durch x. Und dann erhalten wir nach dem Verfahren, was hier steht, z plus x mal z' gleich f von z. F von z ist aber 2 minus z. Jetzt bringen wir alles mit z auf diese Seite. Zunächst mal subtrahieren wir z hier rüber, dann haben wir 2 minus 2z und jetzt bringen wir es rüber, also 1 durch 2 minus 2z mal dz und hier steht dx durch x. Genauso wie das hier vorgeführt ist. So, jetzt integrieren wir, klammern hier noch 1/2 aus und dann haben wir hier stehen 1/2 mal Integral über 1 durch 1 minus z dz ist gleich Integral 1 durch x dx. Stammfunktion von 1 durch 1 minus z ist leicht zu finden. Das ist minus Logarithmus 1 minus z Betrag. Und dann haben wir noch 1/2 hier stehen. Also steht hier minus 1/2 Logarithmus 1 minus z Betrag gleich Logarithmus x plus c. Wir erinnern daran, x ist größer 0, deswegen können wir uns hier die Betragsstriche schenken. So, jetzt wird mit minus 2 multipliziert und wir erhalten Logarithmus 1 minus z Betrag ist gleich minus 2 mal lnx minus 2 mal c. Und minus 2 mal lnx können wir nach dem dritten Logarithmengesetz schreiben als ln x hoch minus 2 oder ln 1 durch x². Dann ist 1 minus z Betrag, da müssen wir hier e hochbilden auf beiden Seiten. Dann haben wir e hoch 1 durch x², also e hoch ln 1 durch x², das ist 1 durch x² mal e hoch minus 2c. Und wenn wir die Betragsstriche auflösen, wir haben das in einigen früheren Videos schon mal gemacht,
Dann bleibt hier über 1 minus z ist gleich plus minus e hoch minus 2c mal 1 durch x². Aufgelöst nach z erhalten wir z von x gleich 1 plus k mal 1 durch x², wobei k hier diese Konstante ausdrückt, egal ob mit positiven oder negativen Vorzeichen. K ist einfach eine beliebige reelle Konstante, die an dieser Stelle hier noch nicht 0 sein kann, weil hier ja e hoch minus 2c steht. Aber im Endergebnis funktioniert das auch mit k gleich 0. Wir werden das gleich sehen. Wir resubstituieren jetzt zunächst mal. Hier steht also z von x gleich 1 plus k mal 1 durch x². Und wir wissen ja, y von x ist x mal z von x. Und deswegen ist y von x gleich x mal in Klammern 1 plus k mal 1 durch x². Und das ist x plus k mal 1 durch x mit k-Element r. Der Spezialfall k gleich 0 ist hier eingeschlossen. Dann haben wir nämlich y von x gleich x. Und man sieht sehr schnell, dass dies auch eine Lösung dieser ursprünglichen Differentialgleichung ist. Wenn wir hier für y x einsetzen, steht hier 2x minus x, das ist x, und y' ist 1, also steht da x mal 1, auf beiden Seiten steht also x. Das ist die allgemeine Lösung der Euler-homogenen Differentialgleichung hier.